Was wiegt weniger als 0 Gramm Federn? Minus 1 Punkte, oder was? Falsch. Richtig wäre gewesen die leichten 5. Das sind die ersten Fragen. Los geht's. Die leichten 5. 5 leichte Fragen, 5 leichte Antworten. Bitte, Fari. Können wir das jetzt wieder rückgängig machen? Du meinst auf 0? Ja, bitte, ich bitte dich. Das möchten Sie, dass Fari Chance bei minus 1 startet? Ja, oh! Möchten Sie, dass Fari bei 0 startet? Dann bitte jetzt. Okay, wir setzen es auf 0, weil du es bist. Und weil unser Publikum dich liebt. Geh damit bitte, das sind Vorschusslorbeeren. Geh damit verantwortungsvoll um. Ready? Danke. Bitte. So, Konzentration. Wie sehe ich eigentlich aus? Ja, eigentlich Punkt ab. Ich sehe mich gerade auf dem Monitor. Habe ich ein Autoritätsproblem vielleicht? Gut, zu welchem Staat hat Deutschland die kürzeste Landesgrenze? Deutschland hat zu mehreren Staaten Landesgrenzen. Zu welchem ist die kürzeste? Olli, wir warten auf dich. Ja, nun warte doch mal. Ja, ich sag ja auch nur, genau das habe ich ja gesagt. Wir warten. Sag mal, die kürzeste Landesgrenze von hier oder was? Oder? Also, oder von. Also, Robin, was ist deine Antwort? Ich meine, das wäre Dänemark. Oh, du sagst Dänemark. Robin. Ist das richtig? Das ist richtig. Olli. Olli hat als Antwort. Ich habe auch noch mal. Ich habe eine Reflexe wie eine Katze, wollte ich sagen. Die Katze wie ein Reflex. Ich habe auch Dänemark. Dänemark. Ja. Punkt für Olli. Nilam. Ich habe auch Dänemark. Sehr gut. Ja. Richtig. Punkt für alle. Fari auch noch. Ich habe auch Dänemark. Du kommst von da oben, Fari. Du hast, Luxemburg, aber ganz nah, muss man fairerweise sagen. Also ich kann nochmal, Luxemburg auch, sehr kleine Landesgrenze, 136 Kilometer, aber Dänemark 67 Kilometer, deswegen leider nur Platz 2, Fari, gewöhnlich dran. Und wir haben die nächste Frage. Bitte provozier mich nicht, bitte. Was fehlt hier in Einsteins berühmter Formel? E gleich Punkt, Punkt, Punkt. Oh. Die einfachen 5, ne? Ja, Einsteins berühmte Formel. Ein bisschen Atomphysik noch. Masse und Lichtgeschwindigkeit. Ich bin seit 2-3 Jahren raus aus der Atomphysik. Ja. Boah, ist. Und alle. Fari korrigiert nochmal kurz. Wir decken alle gleichzeitig auf und schauen mal, was ihr alle aufgeschrieben habt. E gleich mc zum Quadrat, E gleich mc zum Quadrat oder mal c zum Quadrat. Olli hat auch E mc Quadrat. Mc Quadrat ist auch richtig, Robin. Alle einen Punkt. Glückwunsch. Wieso, warum, woher weißt du das denn? Wie bitte? Weil ich, bis vor 2-3 Jahren war Atomphysik so ein Hobby von mir. Ich habe auch mal beim Wohnzimmer ein schwarzes Loch kreiert. Oh, bitte, nicht so eine Vorlage, nicht so eine Silbertablette. Wo man, und soll ich dir was sagen? Was ist denn ein schwarzes Loch eine Vorlage? Ja, ich habe auch gerade gedacht, niemand, du redest von der Vorlage und dann fängt man an zu abstrahieren und denkt ja, so. Ja, ich bin schuld, dass du so dreckige. Du bist ein perverser Teilchenbeschleuniger. Echt jetzt? Das ist das Problem. Wir machen weiter. Wir machen weiter, genau so, Fari. Wer ist amtierender Fußball-Weltmeister der Herren? Oh,
Der Herzen? Nein, der Herren. Der Herzen? Der Herzen kannst du auch beantworten, gäbe es nur keinen Punkt für. Gewonnen. Ich habe absolut keine Ahnung. Fußball-Weltmeisterschaft. Wenn ich das nicht weiß. Nilam, cool. Du bist Riesenfußballfan, hast ja, du mir mal privat gesagt. Ich liebe Fußball. Ich kam gerade vom Fußball hierher. Ich bin auch seit 2-3 Jahren, seit ich mich für Atomphysik interessiere, raus aus dem Fußball. Also, wir schließen die Runde. Wir fangen an bei Robin. Ja, es ist, das ist das Einzige, wo ich habe absolut keine Ahnung. Was? Italien? Die haben den ESC irgendwann mal gewonnen. Vielleicht haben sie auch Fußball? Nein, das ist leider falsch. Milan. Also, ich dachte entweder Italien oder Frankreich. Ich glaube, der eine ist Europameister und der andere ist Weltmeister. Und ich habe mich jetzt für Frankreich entschieden. Mhm. Frankreich war bislang zweimal Weltmeister. 1998 und 2018, es ist 2022, das heißt, amtierender Weltmeister ist Frankreich. Ist richtig. Habe ich auch. Du auch? Fari, Olli. Die habt ihr alle. Das ist sehr gut. Sehr gut. Alle außer Robin, richtig. Nicht schlimm, Robin. Nicht weiter wild. Ein Punkt noch für Olli, genau. Und hier ist die vorletzte Frage. Wie spät ist es, wenn der Berliner von 11:45 spricht? Ich hasse das so sehr. Ich hasse das, wenn sie so reden. Das macht kein Mensch. Ich hasse es genauso. Das ist so Hinterwäldlersprache. Ey, pfui. Aber man sagt ja auch, es gibt ja auch noch 11:45 oder 3/4, das verstehe ich genauso wenig. Das ist. Nee. Also es ist ganz, man sagt Viertel vor, es ist 12:30, 12:50, es ist 1. Aber man sagt nicht da, wie wo gerade 11:45 ist. Ich bin voll bei dir. Bin ich auch. Nee, ich bin auf der Seite von denen, die das sagen. Und ihr merkt nicht mal, wer sich gerade einschleimen will bei euch. Ihr seid so einfach zu euch zu erobern. Okay, ich bitte euch jetzt was aufzuschreiben. Ich fand das immer anstrengend, wenn Leute so reden. Okay. Ich liebe euch okay. Natürlich alle, aber. Wir gucken, was das heißt und fangen an bei Olli. Olli, hast du die Lösung für. 11:45 ist für mich ganz logisch, dass es noch eine Viertelstunde bis es 12 ist. Alles andere ist aber falsch, ja. Dumm, ey. Ja. Ich hoffe, ich hab's richtig. Olli ist falsch. Ich kann es dir nicht mehr erklären, warum. Es ist falsch. Ey. Ich komme hier bald auch mit meiner eigenen Fantasiesprache an und dann sage ich, das ist alles richtig, was ich sage. Robin, was sagt man in Darmstadt ganz normal, Viertel nach? Ja, Viertel vor oder Viertel nach. Ja, ne? Also ich weiß nicht, was die Berliner machen. Also ich habe 11:45 Uhr, wie Olli. Ah, wie Olli. Ah, das Publikum reagiert wie bei Olli und das gleiche wie bei Olli ist auch das falsch wie bei Olli. Ja. Milan. Ich glaube, meins ist richtig. Ja? Also, ich habe mir nur eine Sache gemerkt. Die Zahl, die man sagt, stimmt schon mal nicht. Deswegen steht schon mal eine 11 davor. Und dann war die Frage Viertel. Viertel vor oder Viertel nach? Und ich dachte, Viertel ist halt immer nur nach. Ja. Also ist ein Viertel, also 15. 11:15 Uhr. Hab ich auch nicht verstanden. Hab ich auch nicht verstanden, ist aber richtig. Aber wo ist da die Logik? Ich kann es dir nicht sagen. Wo ist die Logik, dass es 11:45 ist und man sagt 11:50 Uhr? Nein, es ist 11:45 Uhr. Aber es ist doch noch gar nicht. Aber es ist doch noch gar nicht 12. Nein. Ja, warum sagt man das? Aber dann? Von der Stunde. Hier, das ist der Kuchen. Aber es ist doch noch 11:05 Uhr. Aber so macht Sinn. Ja, so macht Sinn. Nein, ihr vergesst es wieder. Ich vergesse das safe wieder und kann es auch nicht anwenden. Aber wenn du sagst, es ist ein Viertel. Von der 12, 11:15 Uhr, dann müsstest du, Fari, die richtige Antwort haben. 11:15 Uhr. Ein Punkt für Fari. Wir haben eine letzte Frage für euch von den leichten 5. Nenne eine Regisseurin, die nicht aus Deutschland kommt. Eine Regisseurin? Irgendeine. Irgendeine. Ach ja, oh.
Alle haben was aufgeschrieben, Fari. Nilam schreibt auch noch. Ihr beide bitte zum Schluss kommen. Ready? Sehr gut. Dann sagt mir doch mal bitte, was die Antwort ist. Wir fangen an bei Olli. Ich habe eine Regisseurin genommen. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig geschrieben hat. Sie war die ehemalige lange Frau von James Cameron gewesen. Sie hat einen meiner absoluten Lieblingsfilme gemacht, und zwar Point Blank, auch Gefährliche Brandung heißt, ein Thriller, den ich mir einmal im Jahr angucke, mit Patrick Swayze in der Hauptrolle und Keanu Reeves, und sie heißt Catherine Bigelow. Catherine Bigelow. Ich weiß nicht, ob es richtig geschrieben ist, aber das ist ihr Name, Bigelow. Catherine Bigelow hat einige richtig gute Filme gemacht. Ja. Point Break. Ja, der ist super. Ja. Ich liebe den Film. Oh, den, ich kann den immer wieder sehen. Lass uns den mal zusammen gucken. Oh ja. Olli. Catherine Bigelow. Ob das richtig ist, siehst du, wenn das Licht an ist. Ja. Yeah. Punkt. Robin. Yes. Ich habe noch nie einen Film von... Doch, Hurt Locker? Hat sie das auch gemacht? Hat sie auch gemacht. Hurt Locker, ja, hat sie auch gemacht. Wir sind Freunde im Geiste. Ich habe auch Catherine Bigelow, keine Ahnung, was sie schreibt. Wirklich? Ja. Und ich wollte es eigentlich voll plastern mit ganz vielen Frauen. Olivia Wilde ist mir noch eingefallen, aber sonst... Sehr gut. Muss ich weiterbilden. Deux points. Ein Punkt, aber zwei Antworten. Nilam. Mir sind leider, ehrlich gesagt, viel zu wenige eingefallen. Aber ich habe letztes Jahr einen Film gesehen, Promising Young Woman, und fand den so toll. Und den hat eine... eigentlich Schauspielerin gemacht, die meiner Meinung nach Emerald Fennell hieß, was ich sehr lustig fand, weil es ein Stein und Fenchel ja, glaube ich, ist. Deswegen habe ich mir das gemerkt. Emerald Fennell, das ist richtig. Okay. Emerald Fennell, ebenfalls ein Punkt. Fari, was ist deine Antwort? Ich wollte erst die von Fleabag, Phoebe Walter, irgendwas. Ich wusste nur nicht mehr, wie die weiter heißt. Und da habe ich es durchgeschrien, habe ich Sofia Coppola. Auf sehr gut. Sicher. Sofia Coppola, richtig. Punkt. Hervorragend. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Die Mighty Winner Shirts nehmen schon wieder Haltung an, denn das waren die leichten fünf.